Rund 85.000 Kilometer Pflasterwege durchzogen einst das Römerreich. Als das Imperium unterging, gediehen weiterhin am Wegesrand Städte und Dörfer, Traditionen und Kulturen. Wie bei der Via Publicae, einer römischen Staatsstraße. Als wichtigste Nord-Süd-Verbindung Portugals durchquerte sie die Regionen Minho, Douro, Beira und Ribatejo, verband die Städte Braga über Porto und Coimbra mit Lissabon. Die römische Besetzung hinterließ tiefe Spuren, auch in der Sprache. Latein war der Beginn der portugiesischen Sprachentwicklung. Braga. Bereits die Römer erkannten bei ihren Feldzügen 138 vor Christus den Wert der fruchtbaren Minho-Provinz. 135 Jahre später, von Kaiser Augustus als Bracara Augusta gegründet, erkoren die neuen Herren sie zur Hauptstadt der Region Galaetia. Überreste des römischen Amphitheaters von Bracara Augusta. Das portugiesische Bewusstsein des römischen Erbes ist jung. Erst seit 1970 bemüht man sich um das 2000 Jahre alte Vermächtnis. Wie das der Termas, der Romanas Maximinus, einem antiken römischen öffentlichen Bäderkomplex. Erbaut im 1. Jahrhundert vor Christus. Unweit davon das Douro-Tal, gezeichnet von den Terrassen der Portweinreben. Römer prägten hier den Weinbau, exportierten den Rebsaft ins gesamte Reich. Der portugiesische Wein war den Römern wichtig, nannten daher das Gebiet Lusitania, nach Lusus, dem Sohn des Weingottes Bacchus. Sie überquert den Fluss Ave, die Ponte de Langosigna. Ein Nachbau aus dem 12. Jahrhundert. Er baut auf den Ruinen einer antiken Römerbrücke, deren Weg bis ins römische Cali führte, dem Zentrum der heutigen Portweinindustrie. Porto. Ursprünglich ein griechischer Handelsplatz, nannten die Griechen den Ort Kalos. Schön. Später von den Römern übernommen als Portus Cale. Davon abgeleitet besitzt das Land seinen heutigen Namen, Portugal. Der Hafen von Porto. Unzählige Rabellos entluden hier ihre Weinfässer aus dem Douro-Tal. Bis in die 1970er Jahre. Danach verebbte diese traditionelle Art des Weintransportes am Rio Douro. Ich mag diesen Ort, weil viel Geschichte an ihm haftet. Der Fluss Douro besitzt eine sehr lange Schiffsbautradition.
Schon während der Zeit der Entdeckungen im 13. und 14. Jahrhundert haben viele der hier gebauten Schiffe dem Zweck gedient, dass sich die Portugiesen den Abenteuern der Meere stellen konnten. Man erzählt, dass es hier gegen Ende des 19. Jahrhunderts um die 12 Schiffswerften gab. Momentan ist unsere die einzige und letzte Werft am gesamten Fluss, die noch in Betrieb ist. Mein Name ist Antonio Dixo Souza und ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Schiffswerft. Es gibt Schlimmeres als das hier. Danke, spannen bitte. Ich mag sie sehr. Diese Arbeit ist vom Aussterben bedroht und deswegen mögen wir sie. Alle Mitarbeiter sind grundlegende Bestandteile. Sie verbringen hier mehr Zeit als bei ihren Familien. Deswegen glaube ich, dass dies hier wie ein zusätzliches Zuhause ist. Auch wenn es Regeln und Verantwortungsbereiche gibt, die eingehalten werden müssen, damit der Erfolg der Firma garantiert wird. Für mich sind die Boote und der Bootsbau eine Leidenschaft. Auf diesen Fotos war ich noch nicht geboren. Einige sind Segelschiffe, die früher aufs Meer hinausfuhren und aus dem Norden Europas kamen. Wunderschön in ihrer Ästhetik. Heutzutage sieht man solche Boote nicht mehr. Aber sie stellen ein wichtiges maritimes und nationales Erbe dar. Bis zu 13 Bootswerften befanden sich am ehemaligen Römerhafen. Seit 1887 eine Bahnlinie am Rio Douro entlang eröffnet wurde, haben die Rabellos ihre ursprüngliche Funktion verloren. 1961 gab es nur noch 6 Stück. Heute liegt wieder eine kleine Flotte der hölzernen Transportmittel vor den Kais von Vilanova de Gaia. Die Rabellos gehören den Portweinkellern. Wer sie gebaut hat? Wir haben die Boote gebaut, die hier seit einigen Jahren anliegen. Ich fühle mich jedes Mal wie zu Hause. Es ist, als wenn ich ein Boot betrete, das mir gehört. Das, was ich fühle, hat auch ein wenig mit unserer Geschichte zu tun. Einerseits haben diese Boote unzertrennlich mit dem Transport des Portweins zu tun. Andererseits sind wir ständig in Eile. Eine Eile, die aus dieser Geschichte herrührt und die uns den Fluss anders wahrnehmen, anders fühlen lässt. Aviarium nannte man sie zu Römerzeiten. Die Lage an der Binnenlagune des Rio Vuga machte Aveiro zu einem gut geschützten Hafen. Zwischen Stadt und Meer die Ria-Küste. Seit Jahrtausenden werden in der Ria de Aveiro die Gezeiten zur Salzgewinnung genutzt. Ab dem 15. Jahrhundert war der Ort auch einer der Ausgangspunkte der portugiesischen Entdeckungsfahrten. Mit der Versandung des Hafens verloren jedoch Fischerei und Schifffahrt an Bedeutung.
davon kann man heute noch Zeuge werden einer 3000 Jahre alten Fischfangmethode, der Arte Chaviga. Bereits die Römer kannten diese Kunst des Fischfanges und verbreiteten sie im Mittelmeerraum. Mein Beruf ist Seemann und mein Name ist Vale Cunha oder Joao aus Motosa vom Vagueira-Strand. Ich weiß nicht, was ich Ihnen sagen soll. Es ist schwierig. Die Ochsen sind sehr klein. Wir nennen sie säugende Bullen. Babys. Um es auf korrekte Weise durchzuführen, bräuchte man größere Ochsen. Wir hätten heute mindestens 4 Ochsengespanne benötigt. Das heißt also 8 Ochsen, um das Netz langsam herauszuziehen. Wir geben uns viel Mühe, opfern uns hier auf, um nicht ganz so schlecht dazustehen. Um hier das Boot zu ziehen, das ging ja schon mal gar nicht. Zumal die Armen nicht wissen, wie und was sie tun sollen. Und wir verletzen uns noch deswegen. Es gibt hier heute keine Ochsen mehr, weil die kleineren Landwirte verschwunden sind. Es gibt nur noch die großen. Fischer sind stur, so stur wie vorhin bei der Jagd nach den Ochsen. Kein Fischer, der geboren wird, wird das Meer greifen können. Das Meer wird ihn ergreifen. Es gibt Momente, in denen wir nach unserer Mutter schreien. Momente, in denen wir glauben, dass uns Schlimmes passieren wird. Aber ein Fischer, der hier am Meer geboren wurde, mag es bis zum Tod. Das ist sein Beruf und er sieht nur das. Das Boot kommt zurück. Man nennt es Arriba, wenn sie an Land kommen. Wann die beste Uhrzeit für Arte Chaviga ist? Wir haben hier keine festen Zeiten. Unsere Zeiten sind das Wetter, das Meer und die Gezeiten, die alles bestimmen. Es sind die Fische, die den Fischer lehren. Sie lehren den Menschen, wie man fischt. Heute war es bei Ebbe, aber morgen kann es bei Flut sein. Also unterrichten die Fische uns.
Unsere Arbeit in der Fischerei beinhaltet all diese Dinge. Wir schimpfen und streiten uns, weil wir kein Geld verdienen. Aber danach sitzen wir um unseren Fischsuppeneintopf zusammen und alle sind wieder Freunde. In Frieden. Alle sind guter Dinge. Und das ist es, was man als Fischer so hat. Zumal ein Fischer darüber hinaus sonst keine Vorzüge hat. Es ist das Zusammensein, der Zeitvertreib, wenn er von der Aufregung der Arbeit herunterkommt. Das ist es, was er so macht. Sehen Sie? Das hier ist die pure Freude. Sogar der Sohn bringt dem Vater einen Tropfen. Schön kalt. Ah, welch Freude. Das ist mein Sohn. Er ist der Steuermann im Boot. Das ist der Mann, der mit dem Ochsen lief. Der Mann mit den Netzen. Er ist der Mann, der aufs Meer fährt, der die Maschinen baut. Das ist der Mann, der alles macht. Das ist der Mann, der will, dass all das hier nicht endet. Wie der Vater, so der Sohn. Der Distrikt Coimbra, eingebettet in eine Landschaft aus Reisfeldern, durchquert vom längsten Fluss Portugals, dem Mondego. Die Einflüsse der früheren römischen Herrschaft sind in der Region rund um Coimbra noch heute spürbar. Wie die auf der Via Publicae gebaute römische Stadt Conimbriga. Gegründet im 1. Jahrhundert vor Christus. Heute eine der größten römischen Ausgrabungsstätten Portugals. Stadtmauern, Mosaike, Wassersysteme, Thermalbäder und Gebäude erzählen vom damaligen Leben der Römer. Nun ist es das verschüttete Reich des Virgilio Ippolito Correa, Hüter und Bewahrer der Römerreste. Was mich an Conimbriga fasziniert, ist die Tatsache, dass es eine der wenigen römischen Städte jener Zeit ist, die im Mittelalter komplett verlassen worden ist. Wir können so die gesamte Größe der Stadt erfahren. Es wurde auch keine neue Stadt darüber errichtet. Ich glaube, dass ich eine normale Person bin. Ich habe vielleicht einen weniger normalen Beruf. Ich bin nämlich Archäologe. Vielleicht würden mich einige als langweilig bezeichnen, andere vielleicht nicht. Ich verbringe nicht viel Zeit damit, die Dinge wie in einem Roman oder einem Film zu betrachten. Ich habe ein relativ kühles Verhältnis zur archäologischen Realität. Ich betrachte sie hauptsächlich als Forschungsprojekt. Gut so. Und säubern bitte. Mich interessieren Fragen wie das Baujahr, Anzahl der Quadratmeter, welchem Stil es angehört. Konkretere Dinge. Wo
Heutzutage werden in Colimbriga nicht mehr die großen Ausgrabungen durchgeführt, so wie in den 1930er oder 60er Jahren, als noch mehrere hundert Quadratmeter ausgegraben wurden. Die Mosaike sind wirklich etwas Besonderes, weil man sie wie Kunst verstehen muss, so dass wir für sie ein Verständnis antiker Malerei brauchen. Aber sie sind auch eine Art Handwerk. Beziehungsweise, sie wurden auch dazu genutzt, das eigene Haus zu dekorieren, mit einer Vision, einer bestimmten Absicht. Ja, wir entdecken immer neue Sachen, mit täglich neuen Überraschungen. Hier oben? Ja, weiter, weiter. Weiter nach hinten, Alfonso. Nun nach unten. Nun spannen. Es ist ein Sonnensymbol. Ein kompliziertes Symbol heutzutage, aufgrund der Art und Weise, wie es in der Neuzeit gebraucht wurde. Für denjenigen, der es hier platziert und als dekoratives Element ausgesucht hat, besaß es diese schwere Last von heute nicht. Es war ein Glückssymbol. Wie etwa diese Efeublätter Glückssymbole darstellen, wie auch die zwei Kelche dort. Ebenso Glückssymbole. Aber das Symbol an sich hat keine Schuld und umso weniger die Römer. Abstrakt gesehen bewundere ich sie, ja. Ich glaube, ihre Fähigkeit war außergewöhnlich in der Geschichte. Es ist jene Fähigkeit der Römer, zu kommen und die Menschen dazu zu bringen, ihren Lebensstil zu übernehmen. Weiter entlang der Via Publicae. Auf rund 360 Kilometern verband sie Braga über Porto mit Coimbra und Lissabon. Als Staatsstraße wurde sie, wie zu Römerzeiten üblich, von Soldaten, Zwangsarbeitern und Strafgefangenen erbaut. Von 1139 bis 1260 war sie die Hauptstadt Portugals, Coimbra. Steht auf den Ruinen der römischen Stadt Aeminio. Zeugnisse dieser Zeit sind die Fundamente des im 16. Jahrhundert wieder aufgebauten Aquedotto di São Sebastião. Sie ist eine der ältesten Universitätsstädte Europas. Die Studenten leben fest verankert zwischen Tradition und Brauchtum, Hierarchie und Kleiderordnung und singen den Fado di Coimbra. Mit einer Besonderheit. Den dürfen nur Männer singen, wie die Studenten der Gruppe In Ilio Tempore. Gut, hier hinsetzen? Keine Ahnung. Aber das ist nicht erlaubt. Ich mach das, worauf ich Lust habe, Mann. Ist mir egal, wenn ich verhaftet werde. Na seh, alles klar? So, Achtung. Cante sagro criou-te português do mar e nós em ti nos deu sinal. Was uns im Grunde wirklich verbindet, ist unsere Freundschaft. Wir kennen uns alle über die Akademie und zu großen Teilen kennen wir uns über die Musik.
Mein Name ist Manuel Coroa. Ich war Student an der Universität von Coimbra. Mein Name ist João Luiz Silva. Ich studiere Medizin. Unsere Gruppe ist eine ausgesuchte Mischung. Aber im Wesentlichen sind wir eine sehr vielseitige Gruppe. Ich glaube, wir sollten von Soziologen erforscht werden. Und Psychologen auch. Und wer weiß, vielleicht sogar von Psychiatern in einigen Fällen. Du bist eine Shakira. Diesen Geist des Studentenlebens in Coimbra einmal gelebt zu haben, ist wirklich eine Bereicherung. Eigentlich geht es um ein Lebensgefühl der Zerstreuung und Abwechslung, um ein starkes Gemeinwesen, um den Austausch und sich auch wirklich seinem Gegenüber zu widmen. Zum Beispiel treffen wir uns oft abends in einer Bibliothek zum Lernen. Und in den Pausen tauschen wir uns dann aus. Oft landen wir in irgendeiner Pinte, um uns zu unterhalten, Unsinn zu erzählen. Und versuchen selbst dann noch intellektuelle Gespräche zu führen, wenn es der Alkoholspiegel gar nicht mehr zulässt. Und so leben wir einfach unsere Jugend. Ich empfinde es als eine Ehre, als eine einmalige Möglichkeit, an einem so historischen Ort zu sein, der so viel Magie, eine so besondere Realität und ein so spezielles Mikroklima hat. Wir sind auch stolz darauf zu wissen, dass sich eine Autorin wie J.K. Rowling hier inspirieren ließ, um das Kostüm einer der einprägsamsten Kinofiguren zu entwerfen. In der Tat existierten wir aber schon vor Harry Potter. Hogwarts gibt es nicht, aber Coimbra gibt es und der Umhang und die Soutane sind echt. Das heißt nicht, dass ich mich jetzt in einen Troll oder Ähnliches verwandle. Aber in der Tat ist es etwas, was uns besonders hervorhebt. Denn es gibt noch viel mehr als nur das. Aber Harry Potter gibt es nicht. Ich habe mit 12 angefangen, die portugiesische Gitarre zu spielen. Und so viele Stunden mit ihr verbracht, dass eine Beziehung daraus entstand. Emotional, aber auch sentimental. Es ist fast so, als sei sie eine Verlängerung meines Körpers. Eine Gitarre ist für mich eine Gitarre. Und eine Frau, eine Frau. Also eine Gitarre ist aus Holz. Eine Frau ist aus Fleisch und Knochen und bewegt sich. Ich möchte schon, dass sie ein wenig macht, was ich mir wünsche, aber auch, dass sie einen eigenen Willen hat. Die Gitarre eignet sich gut, um Frauen zu erobern. Natürlich. Besonders, weil sie einander anziehen. Frauen und die Gitarre haben ein eigenartiges Verhältnis zueinander. Der Fado aus Coimbra ist viel trauriger. Er ist sentimentaler, emotionaler. Insofern ist es normal, dass wir gerührt sind. Ja, ich weine oft, wenn ich Fado höre. Das River Tejo, das Land an den Ufern des Tejo. Wegen ihrer geografischen Lage, des fruchtbaren Bodens und des milden Klimas Vascalabis, das heutige Santarém, Zankapfel der Germanen, Römer und Mauren.
Julius Caesar, Cursitur Hauptstadt, eine der vier Verwaltungsbezirke der Provinz Lusitanien, und nannte sie fortan Presidium Iulium. Der Distrikt Santarém, das portugiesische Zentrum des Stierkampfes, berühmt für seine Lusitano-Pferde und Bullenzucht. Wie Coligá, die Hauptstadt der Pferde. Jährlicher Schauplatz und Pilgerstätte für 3000 Rassetiere und deren Züchter aus aller Welt. 70 Gestüte gibt es in Portugal. Fast alle besitzen Stutenherden von mehr als 100 Tieren. Die bedeutendsten sind alteingesessene Familien, wie auf dem Gestüt Quinta da Broa. Ich heiße Manuel Vega. Ich bin die siebente Generation hier auf der Quinta da Broa und wir sind Landwirte. Meine Leidenschaft ist das Landleben. Die Pferde, die Stiere. Ich bin zwischen Pferden und Stieren geboren und aufgewachsen. Es ist etwas, was ich erhalten und verbessern möchte. Man muss versuchen, diese Dinge, die sehr portugiesisch und unser sind, zu erhalten und nicht zu vergessen. Seit jeher versuche ich das, meinen Kindern zu vermitteln. Wir wurden erzogen, das zu erhalten, worin wir sehr viel Arbeit investieren. In unserem Hause werden seit 200 Jahren Pferde gezüchtet, auf demselben Landgut, am gleichen Ort. Ich weiß, dass meine Kinder den Fortbestand meines Schaffens gewährleisten. Des Schaffens meines Vaters, meines Großvaters. Sie sind gute Gesellen und der Fortbestand der Dinge. Die Familie ist für mich fundamental. Gott sei Dank habe ich als Katholik, der ich bin, das Glück, eine Familie zu haben, die mir sehr viel Hilfe leistet. Meine Mutter ist die Matriarchin der Familie. Sie hat uns geholfen und der Großteil der Ländereien ist in ihrem Besitz. Hier diskutieren wir aber nicht, wem was gehört. Es gehört der Familie. Ich habe einen ältesten Sohn, Manuel, der sich beruflich ausschließlich Pferden widmet. Er arbeitet mit Pferden, trainiert sie, lernt sie an, dressiert sie. Er hat Portugal bei den Weltmeisterschaften in der Normandie vertreten. Als Repräsentant Portugals, mit unserem Pferd. Das macht mich natürlich besonders stolz. Ihren ersten Stier züchteten seine Vorfahren bereits 1860 mit dem Namen Acetono. Ein portugiesischer Stier für einen spanischen Stierkampf in der Arena von Madrid. Heute ist die Familie stolzer Besitzer von rund 200 Jung- und Altbullen. Carlos ist eine offenere, geselligere, fröhlichere Person.
ist mehr verbunden mit der Landwirtschaft und der Bullenzucht. Entspann dich. Ich bin entspannt. Ich schaue ins Nichts. Ins Nichts schauen? Schau doch dort vorne auf die Korkeichen. Der Stier ist ein wundervolles Tier. Er ist ein wildes, aber gleichzeitig ein edles Tier. Er hat eine Bindung zum Pferd. Ich mag nämlich Stierkämpfe. Die gibt es nicht in Deutschland. Man muss aufpassen, denn es sind wilde Tiere. Sie können es sich nicht vorstellen, aber da ist etwas zwischen Stier und Pferd. Und man beachte den Mut dieses fabelhaften Tieres. Das finde ich sehr faszinierend. Oh, Carlito, lass uns losfahren. Hey, Vasco, komm mal her. Das ist mein Sohn Vasco. Er ist der Jüngste. Er ist 15 Jahre alt und liebt den Stierkampf. Schon seitdem er klein war, hat er sich durch sein besonderes Talent im Stierkampf hervorgetan. Zu Pferd wie auch zu Fuß. Ich bin somit wirklich sehr stolz, dass mein Sohn den Stierkampf mag, aber auch über die Landarbeit Bescheid weiß. Es ist wichtig, dass die Kinder mitarbeiten und über diese Dinge Bescheid wissen. Wieder auf der Via Publicae. Von ihrer Lage am Tejo waren die Römer begeistert. Lissabon. 60 vor Christus kürt Julius Caesar Ulissipo zur westlichen Hauptstadt des Römischen Reiches. Später zum Verwaltungssitz der Provinz Lusitanien. Nennt sie fortan Felicitas Julia. Glückselige Julia. Erbaut auf 7 Hügeln. Wie Rom. Die Alfama. Ihr Untergrund ist voll römischer Spuren, wie hier unter einer Bank. 1991 entdeckt beim Bau einer Tiefgarage. Überreste ehemaliger Fischsudtanks, in denen vergorener Fisch mit Salz und Kräutern zu Garum, einer Fischsoße, verarbeitet wurde. Sowie kunstvolle Mosaiken aus einem Bad aus dem 3. Jahrhundert nach Christus. Von den Mosaiken der Römer inspiriert, die Calzada Portuguesa, wie auf der Praça de Rossio. Kunstvoll arrangierte Pflastersteine für die Straßen und Alleen Lissabons. Ursprünglich als einfaches Kasernenhofpflaster genutzt, weitete sich die Calzada rasch auf das ganze Land aus, bis nach Brasilien. Das erste Mal, als ich hier hereinkam, war ich überwältigt. Ich war erstaunt. Ich dachte, wow, sensationell. Es ist wie eine Kathedrale für mich. Das hier repräsentiert die Essenz der gesamten Calçada Portuguesa. Es ist der heilige Gral der Calçada. Hier konzentriert sich ein großer Teil der Seele der Pflasterung, da sie durch die Rahmen überhaupt erst entsteht. Ich heiße Nuno Serra,
Ich bin Lehrer an der Schule der Pflasterkunst der Stadt Lissabon. Wenn ich durch Lissabon oder eine andere Stadt mit Cassada Portuguesa laufe, sehe ich sie mit anderen Augen. Ich betrachte alle Arbeiten, sei es nun eine geometrische Figur, ein Blumenmotiv, ein organisches Motiv oder etwas aus unserer Geschichte. Aber vor allem gilt meine Aufmerksamkeit der Steinverarbeitung. Die Hände, sie sind letztendlich eine Verlängerung des Gehirns vom Pflasterer und von seiner Leidenschaft. Das ist die Art und Weise, wodurch das Pflaster seinen Körper bekommt. Aber die Hände allein sind nichts wert, solange der Pflasterer seine Kunst nicht liebt. Im Grunde erfrage ich das kreative Potenzial eines Steines. Ich frage mich, welches die schönste Form ist, die aus diesem Stück Stein extrahiert werden kann. Das ist meine große Leidenschaft. Und so vermittle ich es auch meinen Schülern, dass sie versuchen sollen, die schönste Form aus dem Stein zu holen, welchen man gerade bearbeitet. In meinen Augen erzählt die Cassada Portuguesa in Lissabon die Geschichte unseres Volkes. Nicht nur durch Formen, Motive und Muster, die die Pflastersteine bilden, auch durch die Art und Weise, wie die Steine geklopft, eingepasst und verteilt werden. Allein das ist in seiner Gesamtheit schon Geschichte. Es ist unsere Geschichte. Es ist das, was wir sind. Und es kann von allen gesehen werden. Und das ist außergewöhnlich. Es ist wunderschön. Es ist zauberhaft. Unsere Reise auf der Via Publicae zwischen Braga und Lissabon. Wann die beste Uhrzeit für Arte Schaviger ist? Wir haben hier keine festen Zeiten. Unsere Zeiten sind das Wetter, das Meer und die Gezeiten, die alles bestimmen. Es sind die Fische, die den Fischer lehren. Sie lehren den Menschen, wie man fischt. Heute war es bei Ebbe, aber morgen kann es bei Flut sein. Also unterrichten die Fische uns. Unsere Arbeit in der Fischerei beinhaltet all diese Dinge.
Wir schimpfen und streiten uns, weil wir kein Geld verdienen. Aber danach sitzen wir um unseren Fischsuppeneintopf zusammen und alle sind wieder Freunde. In Frieden. Alle sind guter Dinge. Und das ist es, was man als Fischer so hat. Zumal ein Fischer darüber hinaus sonst keine Vorzüge hat. Es ist das Zusammensein, der Zeitvertreib, wenn er von der Aufregung der Arbeit herunterkommt. Das ist es, was er so macht. Sehen Sie? Das hier ist die pure Freude. Sogar der Sohn bringt dem Vater einen Tropfen. Schön kalt. Ah, welch Freude. Das ist mein Sohn. Er ist der Steuermann im Boot. Das ist der Mann, der mit dem Ochsen lief. Der Mann mit den Netzen. Er ist der Mann, der aufs Meer fährt, der die Maschinen baut. Das ist der Mann, der alles macht. Das ist der Mann, der will, dass all das hier nicht endet. Wie der Vater, so der Sohn. Der Distrikt Coimbra, eingebettet in eine Landschaft aus Reisfeldern, durchquert vom längsten Fluss Portugals, dem Mondego. Die Einflüsse der früheren römisch-70er Jahre. Danach verebbte diese traditionelle Art des Weintransportes am Rio Douro. Ich mag diesen Ort, weil viel Geschichte an ihm haftet. Der Fluss Douro besitzt eine sehr lange Schiffsbautradition. Schon während der Zeit der Entdeckungen im 13. und 14. Jahrhundert haben viele der hier gebauten Schiffe dem Zweck gedient, dass sich die Portugiesen den Abenteuern der Meere stellen konnten. Man erzählt, dass es hier gegen Ende des 19. Jahrhunderts um die 12 Schiffswerften gab. Momentan ist unsere die einzige und letzte Werft am gesamten Fluss, die noch in Betrieb ist. Mein Name ist Antonio Dixo Souza und ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Schiffswerft. Es gibt Schlimmeres als das hier. Danke, spannen bitte. Ich mag Sie sehr. Diese Arbeit ist vom Aussterben bedroht und deswegen mögen wir sie. Alle Mitarbeiter sind grundlegende Bestandteile. Sie verbringen hier mehr Zeit als bei ihren Familien. Deswegen glaube ich, dass dies hier wie ein zusätzliches Zuhause ist. Auch wenn es Regeln und Verantwortungsbereiche gibt, die eingehalten werden müssen, damit der Erfolg der Firma garantiert wird. Für mich sind die Boote und der Bootsbau eine Leidenschaft. Auf diesen Fotos war ich noch nicht geboren. Einige sind Segelschiffe, die früher aufs Meer hinausfuhren und aus dem Norden Europas kamen. Genommen als Portus Cale. Davon abgeleitet besitzt das Land seinen heutigen Namen, Portugal.
der Hafen von Porto. Unzählige Rabellos entluden hier ihre Weinfässer aus dem Douro-Tal. Bis in die 1970er Jahre. Danach verebbte diese traditionelle Art des Weintransportes am Rio Douro. Ich mag diesen Ort, weil viel Geschichte an ihm haftet. Der Fluss Douro besitzt eine sehr lange Schiffsbautradition. Schon während der Zeit der Entdeckungen im 13. und 14. Jahrhundert haben viele der hier gebauten Schiffe dem Zweck gedient, dass sich die Portugiesen den Abenteuern der Meere stellen konnten. Man erzählt, dass es hier gegen Ende des 19. Jahrhunderts um die 12 Schiffswerften gab. Momentan ist unsere die einzige und letzte Werft am gesamten Fluss, die noch in Betrieb ist. Mein Name ist Antonio Dixo Souza und ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Schiffswerft. Es gibt Schlimmeres als das hier. Danke, spannen bitte. Ich mag sie sehr. Diese Arbeit ist vom Aussterben bedroht und deswegen mögen wir sie. Alle Mitarbeiter sind grundlegende Bestandteile. Sie verbringen hier mehr Zeit als bei ihren Familien. Deswegen glaube ich, dass dies hier wie ein zusätzliches Zuhause ist. Auch wenn es Regeln und Verantwortungsbereiche gibt, die eingehalten werden müssen, damit der Erfolg der Firma garantiert wird. Für mich sind die Boote und der Bootsbau eine Leidenschaft. Ich weiß nicht, was ich Ihnen sagen soll. Es ist schwierig. Die Ochsen sind sehr klein. Wir nennen sie säugende Bullen. Babys. Um es auf korrekte Weise durchzuführen, bräuchte man größere Ochsen. Wir hätten heute mindestens 4 Ochsengespanne benötigt. Das heißt also 8 Ochsen, um das Netz langsam herauszuziehen. Wir geben uns viel Mühe, opfern uns hier auf, um nicht ganz so schlecht dazustehen. Um hier das Boot zu ziehen, das ging ja schon mal gar nicht. Zumal die Armen nicht wissen, wie und was sie tun sollen. Und wir verletzen uns noch deswegen. Es gibt hier heute keine Ochsen mehr, weil die kleineren Landwirte verschwunden sind. Es gibt nur noch die Großen.
Fischer sind stur, so stur wie vorhin bei der Jagd nach den Ochsen. Kein Fischer, der geboren wird, wird das Meer greifen können. Das Meer wird ihn ergreifen. Es gibt Momente, in denen wir nach unserer Mutter schreien. Momente, in denen wir glauben, dass uns Schlimmes passieren wird. Aber ein Fischer, der hier am Meer geboren wird, mit unserem Pferd, das macht mich natürlich besonders stolz. Ihren ersten Stier züchteten seine Vorfahren bereits 1860 mit dem Namen Acetono. Ein portugiesischer Stier für einen spanischen Stierkampf in der Arena von Madrid. Heute ist die Familie stolzer Besitzer von rund 200 Jung- und Altbullen. Carlos ist eine offenere, geselligere, fröhlichere Person. Ist mehr verbunden mit der Landwirtschaft und der Bullenzucht. Entspann dich. Ich bin entspannt. Ich schaue ins Nichts. Ins Nichts schauen? Schau doch dort vorne auf die Korkeichen. Der Stier ist ein wundervolles Tier. Er ist ein wildes, aber gleichzeitig ein edles Tier. Er hat eine Bindung zum Pferd. Ich mag nämlich Stierkämpfe. Die gibt es nicht in Deutschland. Man muss aufpassen, denn es sind wilde Tiere. Sie können es sich nicht vorstellen, aber da ist etwas zwischen Stier und Pferd. Und man beachte den Mut dieses fabelhaften Tieres. Das finde ich sehr faszinierend. Oh, Carlito, lass uns losfahren. Hey, Vasco, komm mal her. Das ist mein Sohn Vasco. Er ist der Jüngste. Er ist 15 Jahre alt und liebt den Stierkampf. Schon seitdem er klein war, hat er sich durch sein besonderes Talent im Stierkampf hervorgetan. Zu Pferd wie auch zu Fuß. Ich bin somit wirklich sehr stolz, dass mein Sohn den Stierkampf mag. Aber auch ist aus Fleisch und Knochen und bewegt sich. Ich möchte schon, dass sie ein wenig macht, was ich mir wünsche. Aber auch, dass sie einen eigenen Willen hat. Die Gitarre eignet sich gut, um Frauen zu erobern. Natürlich. Besonders, weil sie einander anziehen. Frauen und die Gitarre haben ein eigenartiges Verhältnis zueinander. Der Fado aus Coimbra ist viel trauriger. Er ist sentimentaler, emotionaler. Insofern ist es normal, dass wir gerührt sind. Ja, ich weine oft, wenn ich Fado höre. Das Ribatejo,
das Land an den Ufern des Teju. Wegen ihrer geografischen Lage, des fruchtbaren Bodens und des milden Klimas war Scalabis, das heutige Santarin, Zankapfel der Germanen, Römer und Mauren. Julius Caesar erkor sie zur Hauptstadt, einer der vier Verwaltungsbezirke der Provinz Lusitanien, und nannte sie fortan Presidium Iulium. Der Distrikt Santarém, das portugiesische Zentrum des Stierkampfes, berühmt für seine Lusitano-Pferde- und Bullenzucht. Wie Collegá, die Hauptstadt der Pferde. Jährlicher Schauplatz und Pilgerstätte für 3000 Rassetiere und deren Züchter aus aller Welt. 70 Gestüte gibt es in Portugal. Fast alle besitzen Stutenherden von mehr als 100 Tieren. Die bedeutendsten sind alteingesessene Familien, wie auf dem Gestüt Quinta da Broa. Ich heiße Manuel Vega. Ich bin die siebte Generation hier auf der Quinta da Broa und wir sind Landwirte. Meine Leidenschaft ist das Landleben. Die Pferde, die Stiere. Ich bin zwischen Pferden und Stieren geboren und aufgewachsen. Den dürfen nur Männer singen, wie die Studenten der Gruppe In Ilio Tempore. Gut, hier hinsetzen? Keine Ahnung. Aber das ist nicht erlaubt. Ich mach das, worauf ich Lust habe, Mann. Ist mir egal, wenn ich verhaftet werde. Na seh, alles klar? So, warte. Sagrou, criou-te português do mar e nós em ti nos deu sinal. Was uns im Grunde wirklich verbindet, ist unsere Freundschaft. Wir kennen uns alle über die Akademie und zu großen Teilen kennen wir uns über die Musik. Mein Name ist Manuel Coroa. Ich war Student an der Universität von Coimbra. Mein Name ist João Luís Silva. Ich studiere Medizin. Unsere Gruppe ist eine ausgesuchte Mischung. Aber im Wesentlichen sind wir eine sehr vielseitige Gruppe. Ich glaube, wir sollten von Soziologen erforscht werden. Und Psychologen auch. Und wer weiß, vielleicht sogar vom Psychiater in einigen Fällen. Du bist eine Shakira. Diesen Geist des Studentenlebens in Coimbra einmal gelebt zu haben, ist wirklich eine Bereicherung. Eigentlich geht es um ein Lebensgefühl der Zerstreuung und Abwechslung, um ein starkes Gemeinwesen, um den Austausch und sich auch wirklich seinem Gegenüber zu widmen. Zum Beispiel treffen wir uns oft abends in einer Bibliothek zum Lernen. Und in den Pausen tauschen wir uns dann aus. Oft landen wir in irgendeiner Pinte, um uns zu unterhalten, Unsinn zu erzählen. Und versuchen selbst dann noch intellektuelle Gespräche zu führen, wenn es der Alkoholspiegel gar nicht mehr zulässt. Und so leben wir einfach unsere Jugend. Unweit davon das Douro-Tal,
gezeichnet von den Terrassen der Portweinreben. Römer prägten hier den Weinbau, exportierten den Rebsaft ins gesamte Reich. Der portugiesische Wein war den Römern wichtig, nannten daher das Gebiet Lusitania, nach Lusus, dem Sohn des Weingottes Bacchus. Sie überquert den Fluss Ave, die Ponte de Langosigna. Ein Nachbau aus dem 12. Jahrhundert. Erbaut auf den Ruinen einer antiken Römerbrücke, deren Weg bis ins römische Cali führte, dem Zentrum der heutigen Portweinindustrie. Porto. Ursprünglich ein griechischer Handelsplatz, nannten die Griechen den Ort Kalos. Schön. Später von den Römern übernommen als Portus Cale. Davon abgeleitet besitzt das Land seinen heutigen Namen, Portugal. Der Hafen von Porto. Unzählige Rabellos entluden hier ihre Weinfässer aus dem Douro-Tal. Bis in die 1970er Jahre. Danach verebbte diese traditionelle Art des Weintransportes am Rio Douro. Ich mag diesen Ort, weil viel Geschichte an ihm haftet. Der Fluss Douro besitzt eine sehr lange Schiffsbautradition. Schon während der Zeit der Entdeckungen im 13. und 14. Jahrhundert haben viele der hier gebauten Schiffe dem Zweck gedient, dass sich die Portugiesen den Abenteuern der Meere stellen konnten. Man erzählt, dass es hier gegen Ende des 19. Jahrhunderts um die 12 Schiffswerften gab. Momentan ist unsere die einzige und letzte Werft am gesamten Fluss, die noch in Betrieb ist. Mein Name ist Antonio Dixo Souza und ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Schiffswerft. Und das ist es, was man als Fischer so hat. Zumal ein Fischer darüber hinaus sonst keine Vorzüge hat. Es ist das Zusammensein, der Zeitvertreib, wenn er von der Aufregung der Arbeit herunterkommt. Das ist es, was er so macht. Sehen Sie? Das hier ist die pure Freude. Sogar der Sohn bringt dem Vater einen Tropfen. Schön kalt. Ah, welch Freude. Das ist mein Sohn. Er ist der Steuermann im Boot. Das ist der Mann, der mit dem Ochsen lief. Der Mann mit den Netzen. Er ist der Mann, der aufs Meer fährt, der die Maschinen baut. Das ist der Mann, der alles macht. Das ist der Mann, der will, dass all das hier nicht endet. Wie der Vater, so der Sohn. Der Distrikt Coimbra. Eingebettet in eine Landschaft aus Reisfeldern, durchquert vom längsten Fluss Portugals, dem Mondego. Die Einflüsse der früheren römischen Herrschaft sind in der Region rund um Coimbra noch heute spürbar. Wie die auf der Via Publicae gebaute römische Stadt Conimbriga. Gegründet im 1. Jahrhundert vor Christus. Heute eine der größten römischen Ausgrabungsstätten Portugals. Stadtmauern, Mosaike, Wassersysteme, Thermalbäder,
und Gebäude erzählen vom damaligen Leben der Römer. Nun ist es das verschüttete Reich des Virgilio Ippolito Correa, Hüter und Bewahrer der Römerreste. Was mich an Conimbriga fasziniert, ist die Tatsache, dass es eine der wenigen römischen Städte jener Zeit ist, die im Mittelalter komplett verlassen worden ist. Wir können so die gesamte Größe der Stadt erfahren. Es wurde auch keine neue Stadt darüber errichtet. Ich glaube, dass ich eine normale Person bin. Porto und Coimbra mit Lissabon. Die römische Besetzung hinterließ tiefe Spuren, auch in der Sprache. Latein war der Beginn der portugiesischen Sprachentwicklung. Braga. Bereits die Römer erkannten bei ihren Feldzügen 138 vor Christus den Wert der fruchtbaren Ninio-Provinz. 135 Jahre später, von Kaiser Augustus als Bracara Augusta gegründet, erkoren die neuen Herren sie zur Hauptstadt der Region Galaetia. Die Überreste des römischen Amphitheaters von Bracara Augusta. Das portugiesische Bewusstsein des römischen Erbes ist jung. Erst seit 1970 bemüht man sich um das 2000 Jahre alte Vermächtnis. Wie das der Termas, der Romanas Maximinius, einem antiken römischen öffentlichen Bäderkomplex. Erbaut im 1. Jahrhundert vor Christus. Davon das Douro-Tal, gezeichnet von den Terrassen der Portweinreben. Römer prägten hier den Weinbau, exportierten den Rebsaft ins gesamte Reich. Der portugiesische Wein war den Römern wichtig, nannten daher das Gebiet Lusitania, nach Lusus, dem Sohn des Weingottes Bacchus. Sie überquert den Fluss Ave, die Ponte de Langosigna. Ein Nachbau aus dem 12. Jahrhundert. Erbaut auf den Ruinen einer antiken Römerbrücke, deren Weg bis ins römische Cali führte, dem Zentrum der heutigen Portweinindustrie. Porto. Ursprünglich ein griechischer Handelsplatz, nannten die Griechen den Ort Kalos. Schön. Später von den Römern übernommen als Portus Cale. Davon abgeleitet besitzt das Land seinen heutigen Namen, Portugal. Der Hafen von Porto. Unzählige Rabellos entlösen.